Verehrte Zuschauer, der Lieblingsmaler der Deutschen ist nicht Spitzweg oder Dürer, sondern Vincent van Gogh. Heute, vor 100 Jahren, ist er gestorben. Mit 37 Jahren hat er sich erschossen. Er wurde nicht alt genug, um den Erfolg seiner Bilder zu erleben. Heute die teuersten der Welt. Er wird verehrt, als ob sein Sterben ein Volksfest wäre. Franziska Specht hat in ihrer Kulturreportage einen Künstler von heute auf den Spuren der Van Gogh-Verehrung nach Amsterdam begleitet, das sich in Van Gogh City verwandelt hat. Verehrung und Verramschung liegen dort dicht beieinander. Ihre anfängliche Distanz zu dem berühmten Maler wandelt sich in Mitleid. Mitleid mit einem ausgebeuteten Künstler. Vincent van Gogh, was für eine Karriere. Ein Nobody des 19. Jahrhunderts, der Star im 20. Der teuerste Maler des Jahrhunderts. 25 Millionen Gulden lässt man sich sein 100. Todesjahr kosten. Die Stiftung Van Gogh 90 hat einen erlesenen Kreis von Hauptsponsoren erwählt, mit dem erklärten Ziel, sie sollen ein hohes Niveau des Van Gogh-Spektakels garantieren. Das offizielle Programm, die große Werkschau, Begleitausstellung, ein Filmfestival, Theaterstücke. Die inoffiziellen Van Gogh-Aktivitäten sind uferlos, hemmungslos, respektlos. Das ist nicht Vincent van Gogh, sondern Martin Schwarz mit Fräulein Gachet am Klavier. Vincents Gemälde von seiner vielleicht letzten Liebe entsteht neu in einer schneeweißen Version. Martin Schwarz ist geradezu besessen von seinem großen Kollegen. Die Van Gogh-Bilder sind Objekte meiner Identifikation. Dies noch mehr, weil ich Vincent mit seiner Lebensgeschichte immer mit einbeziehe. Die unverwechselbare Pinselschrift, die wie ein rhythmisches Gewebe die Leinwand strukturiert, habe ich nachahmend übernommen, um die Identifikation zu verstärken. Es ist mir bewusst, dass ich mit meiner Imagination oft mehr in die Bilder von Vincent hineindenke, als vorhanden ist. Aber darum bleibe ich mehr mich selbst. Mit dem Zitieren von vorgefundenen Motiven und Malweisen ist auch die Absicht enthalten, eher verstanden zu werden. Dies ist ähnlich wie in einer bekannten Sprache sprechen. Martin Schwarz stammt aus der Schweiz, wie man hört. Dort gibt es ernsthafte Theorien darüber, warum gerade die Alemannen so anfällig sind für Van Gogh. Natürlich ist es die angestammte Sehnsucht nach Sonne und Farbe, aber auch die Tatsache, dass 95% der Schweizer Künstler von ihrer Arbeit nicht leben können. Ganz wie der arme Van Gogh. Martin Schwarz kann es. Schon in den 70er Jahren sagte man ihm nach, dass er den Kunsthistorikern und Museumsdirektoren das Fürchten beibringe, weil er endgültige und anerkannte Meisterwerke demontiere und manipuliere. Bei der Arbeit hatte er wohl manchmal das Gefühl, dass die meisten Bilder schon gemalt seien. Inzwischen hat es ihn nach Bartenstein verschlagen. Im Van Gogh-Jahr taugt jedoch das schönste Fleckchen Erde wenig. Die Blicke richten sich nach Norden. Martin Schwarz zieht es, wie alle Van Gogh-Fans, nach Amsterdam. Vincent van Gogh an seinen Bruder Theo. Ich fühle mich immer wie ein Reisender,
der irgendwo hinfährt. An ein Ziel. Wenn ich mir sage, dieses Irgendwo und dieses Ziel existieren nicht, so scheint mir das selber vernünftig und wahr. Mit so vagen Gefühlen hätte es Van Gogh nie geschafft, in seine eigene Ausstellung zu kommen. Wer auf Vincents Spuren in diesem Sommer unterwegs ist, muss nüchtern planen. Die Eintrittskarte für das Van Gogh-Museum steckt am besten schon seit Wochen in der Tasche. Für einen festen Tag und eine bestimmte Stunde. Der Wallfahrer muss seinen Kunstsinn programmieren können. Schließlich werden insgesamt 1,4 Millionen Besucher erwartet. Die Menge ist ohne perfekte Organisation nicht zu bewältigen. Sofort wird jeder mit der Tatsache konfrontiert, dass der berühmte Maler zum Markenzeichen geworden ist, zum Vincent für jedermann. Martin Schwarz bewahrt dem ersten Van Gogh-Schnickschnack gegenüber seine alpenländische Gelassenheit. Ich kann mich an diesem kaum richtig ärgern, noch weniger daran freuen. Lieber sind mir jedoch die Leute, die sich ernsthafter mit dem Künstler beschäftigen. Ganz so viele, wie man erwartet hatte, sind es nun doch nicht geworden. Aber 900.000 Vincent-Fans in den 4 Monaten der Ausstellung, das ist auch ganz schön. Und immer noch viel mehr, als sonst das ganze Jahr über ins Rijksmuseum Van Gogh kommen. Wissen die Leute, dass sie ein paar Schritte weiter im Stedelijk-Museum einen späten Van Gogh aus Arles ganz für sich allein betrachten können? Aber was ist schon ein einzelner Van Gogh gegen 133? Vincent und Theo. Ich finde, es bleibt ein Drama, die Geschichte der großen Männer. Denn meist sind sie doch nicht mehr da, wenn ihr Werk öffentlich anerkannt wird. Neid kommt auf. Es ist doch klar, hier findet hundertfach ringsherum das große Kunsterlebnis statt. So à la Hoffmannsthal, der das sah, was hinter dem Gemalten war. Das Eigentliche, das unbeschreiblich Schicksalhafte. Und dabei ist kaum das Gemalte selbst zu sehen vor lauter Leuten. Aber wenn man etwas sehe, wie viel Kunst könnte ein normaler Mensch verkraften? Ich verkrafte nicht nur die Kunst, sondern sie kräftigt mich auch schon 25 Jahre. Und vor den Originalen ereignet sich so etwas wie eine klärende Farbkorrektur. Und ich kann dann richtig erkennen, wie das Bild angefertigt wurde. Ob in einem schichtenweisen Aufbau oder in einer einzigen gelungenen Spontanität. Und als Maler interessiert mich das Handwerkliche immer. Geringe Hoffnung für den Laien. Vielleicht gucken die vielen hundert Nichtmaler nur deshalb so interessiert, weil sie die Motive von ihrem Kalender daheim wiedererkennen. Natürlich ist der Ort, wo man einmal ganz gemütlich ein paar Bilder fast allein ansehen könnte, immer ganz weit weg, immer da, wo man nicht ist. Aber man kann sagen, man sei dabei gewesen. Es ist schon verwunderlich. Vincents Blumen und Landschaften erfreuen sich heißer Liebe in weiten Kreisen. Dabei gelten solche Motive so gut wie gar nichts für heutige Künstler. Und bestimmt würde man einem seriösen zeitgenössischen Maler niemals verzeihen, was Van Gogh unverblümt ausplauderte, dass er noch viel mehr Blumen malen wollte, weil sich sowas bestimmt gut verkaufe. Das tut der Liebe zum armen Maler keinen Abbruch. Und alle müssen diese Liebe nun ausgerechnet in diesem Jahr zeigen, obwohl viele der Bilder sonst hier auch immer hängen. Martin Schwarz ist immer noch voll konzentriert, während die Masse weiter drängt, um auch einmal einen Logenplatz zu erwischen, zum Beispiel vor Dr. Gachet. Aber was sieht man schon anders als eben die anderen? Vincents Bilder sind nun einmal zu kostbar, um sie ohne Glas aufzuhängen. Ein wahrer Trost, dass alle Zeitungen schrieben, es sei die schwächere Fassung des Porträts. Die bessere ist wohl schon ab nach Japan für über 80 Millionen Dollar. Vincent zu Theo. Es gibt echte, wahrhafte Liebhaber, naja. Aber das ist vielleicht nur ein Zehntel von der Gesamtsumme all der Geschäfte, die gemacht werden. Das Van Gogh Village, gleich hinter dem Museum. Viele Geschäfte. Selten sieht man mehr erschöpfte Gestalten. Herr Schwarz, was ist das eigentlich für ein Erlebnis, wenn man in eine Ausstellung geht mit so vielen Leuten? Die Bilder, die haben so eine Kraft, dass ich die Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnehme.
Ich kann mich ganz gut auf ein Bild konzentrieren und es stört mich nicht, dass es viele Leute hat, die das auch sehen wollen. Scheinbar ist es ja ein Bedürfnis vom Publikum, diese Bilder sehen zu wollen. Es gibt Museen, die nichts ausgeliehen haben aus diesen Gründen, weil die Bilder leicht schaden eben dabei. Was ist Ihnen lieber, dass diese Bilder erhalten werden oder dass sie dem Publikum sozusagen zur Sensation vorgeworfen werden und dabei vielleicht irgendwas kaputt geht? Ja, Sie haben ja grundsätzlich gefragt, ob es etwas Gutes ist ohne die Probleme. Und das ist natürlich ein großes Problem, besonders weil die Bilder von Van Gogh so dick gemalt sind, dass die Gefahr vom Abblättern durch den Transport wirklich besteht. Und da glaube ich, da muss sich jeder Sammler selbst überlegen und in jedes Kunstmuseum, und das wird bestimmt auch gemacht, ob man die Bilder ausleihen soll. Ich finde es auch vernünftig, wenn man sich das gut überlegt. Die Ausgewogenheit wird dem Martin Schwarz schon noch vergehen. Was wird er zu den vielen Van Goghs sagen, die der kleine Mann nach Hause tragen kann? Don McLean singt traurig dazu, dass niemand dem Maler zuhören wollte, weil sie ihn nicht lieben konnten. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Vincent und Theo. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass ich mit der Zeit Sachen machen werde, die in die Hände des Publikums gelangen. Aber das lässt mich verhältnismäßig recht kalt und erscheint mir keineswegs als etwas Erfreuliches. Was könnte Vincent van Gogh für schöne Einnahmen haben, wenn er noch fähig wäre, Lizenzen zu vergeben? Er ist einfach 100 Jahre zu früh gestorben. All die schönen Motive sind nun also umsonst zu haben. Nur die gebackenen Van Gogh-Öhrchen, die es am Anfang gegeben haben soll, sind nirgends mehr zu sehen. Ein Rest von Pietät muss da wohl wirksam geworden sein. Oder eine sanfte Geschmackszensur. Vincent und Theo, ich glaube, ich würde traurig sein, wenn ich nicht alles von der lächerlichen Seite nehme. Man muss dem Vincent zugestehen, dass sich seine Motive sehr dekorativ präsentieren lassen. Könnte es sein, dass hier die wahren Gründe herumliegen, die Van Gogh zum Lieblingsmaler der Massen gemacht haben? What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free, they would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Martin Schwarz kommt ins Nachdenken. Dass das alles zur Feier der 100. Wiederkehr von Van Goghs Tod stattfindet, hat eine eigene Ironie. Denn schließlich war das so ziemlich das traurigste Erlebnis in seinem Leben. Und letztlich doch das Ende all der so viel geliebten Bilder. Dieses, dass jetzt heute so Geschäfte gemacht werden, ich glaube, das ist ein ganz anderer Bereich. Das geht auch weniger um Van Gogh. Es wird einfach das Motiv verwendet. Es könnte auch ein Muster verwendet werden, ein einprägsames Muster. Also es ist nur noch der oberflächliche Gehalt vom Van Gogh. Im Kaufhaus Bayernkorf stößt Martin Schwarz auf eine besondere Hommage an Vincent. Der Übergang vom Grandiosen in die Größe. Van Goghs Selbstporträt als Maler, in Paris 2 Jahre vor seinem Tod gemacht. Es hat die Maße 6,50 Meter auf 5 Meter und ist damit ziemlich genau 100-mal so groß wie das Original im Museum. Der Amsterdamer Künstler Cornel Behrens hat 2 Wochen an dieser Collage gearbeitet. Er benutzte dazu insgesamt 3000 Kunstpostkarten mit 115 verschiedenen Van Gogh-Motiven. Mit einer Videokamera hat er ständig die Wirkung aus der Ferne kontrolliert. Verständlich, denn aus der Nähe sieht man nichts als viele kleine Van Goghs. Kann ich das bitte probieren? Ja.
Bitte. Danke. Sind das Sonnenblumen? Ja, das sind Sonnenblumen. Sind Sonnenblumen? Ja. Hat das noch andere von Van Gogh? Nein, das ist nur eine. Ist das? Ja, ist fein. Da ist ein Parfum. Ist fein. Im Hortus Botanicus, der im 17. Jahrhundert als Kräutergarten für Ärzte und Apotheker angelegt wurde, gibt es natürlich eine Van Gogh-Ecke mit den Blumen von seinen Bildern. Martin Schwarz kann hier die Probe aufs Exempel machen. Sonnenblumen haben gar keinen Duft, der sich für Parfüm verwenden ließe. Vorhin haben Sie gesagt, das Parfüm wird Ihnen gefallen. Gefällt es Ihnen denn wirklich? Die Verkäuferin, die war so freundlich und meine Reaktion war dann entsprechend, eigentlich war ich eher enttäuscht, weil ich gehofft habe, dass dem Van Gogh entsprechend, seiner Fantasie entsprechend, auch ein neuer Duft entwickelt worden wäre. Aber dem war ja nicht so. Es war ein ziemlich ordinäres Parfum. Wie wirkt denn überhaupt dieser Rummel um Van Gogh auf Sie? Finden Sie, dass es mit ihm was zu tun hat? Es hat sehr viel damit zu tun, da ja immer die Motive wieder aufgenommen sind. Es hat im geistigen Gehalt dann wieder wenig zu tun, da ja Van Gogh ganz andere Absichten mit seinen Bildern gehabt hat. Also der Hinweis auf dasjenige, was auch über das Weltliche hinausgeht. Und das ist da gar nicht da drin enthalten. Vincent Van Theo. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass man den lieben Gott nicht nach unserer Welt beurteilen darf. Denn das ist eine Studie, die ihm misslungen ist. Ausgerechnet die vielen Amsterdam-Besucher werden dem Maler heftig widersprechen müssen. Diese Stadt ist ein deutlicher Beweis. Vielleicht nicht für die Güte, aber sicher für die Schönheit der Welt. Man könnte den Reisezweck Vincent glatt darüber vergessen. Wenn nicht das geschärfte Bewusstsein des Wallfahrers dann doch auf die neueste Sensation stieße. Pünktlich zum Van Gogh-Jahr ist im Gemeindearchiv von Dordrecht ein mögliches Foto des Malers entdeckt worden. Die Hoffnung aber, dem Genie über dieses Abbild näher zu kommen, wird enttäuscht. Van Goghs Selbstporträts sind deutlicher. Bei Vincent der Wachsfigur ist es umgekehrt. Zu deutlich. Blickt ihm nicht der blanke Irrsinn aus den Augen? Da hat ihn aber Kirk Douglas netter dargestellt. Zur Jahrhundertfeier warf die Amsterdamer Filiale von Madame Tussaud ihren alten Vincent zum Gerümpel und hat einen neuen aufgestellt. Er ist, ganz seinem Image entsprechend, einsam und in einer Ecke platziert. Abgesetzt von der Prominenz mit ihren Erfolgen zu Lebzeiten. Nicht auszudenken wäre auch, was er sonst dem Papst sagen würde, gereizt wie er ständig war, oder dem General de Gaulle. Beharrlich tastet sich der Vincent-Pilger zur nächsten Station, den Kartoffelessern, Titel eines frühen Van Gogh-Gemäldes aus der Nünerzeit. Gleich hinter dem Amsterdamer Blumenmarkt im Café Havanna ist es möglich, wenn einer darauf Appetit hat, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Die dreidimensionale Bauersfamilie stammt von zwei Amsterdamer Künstlern, die nach der Maxime vorgehen, Kunst müsse erstaunen und manchmal ein Lachen provozieren. Ob man darüber lachen kann oder ob es einem im Halse stecken bleibt, ist Geschmackssache. Van Goghs Kartoffelesser sind hier also auch von der Kehrseite eine Realität. Und das Mädchen, das auf dem Original dem Betrachter den Rücken zukehrt, hat plötzlich auch ein Gesicht. Das ist nun schon ein Van Gogh Special, abseits der ausgetretenen Touristenpfade. Genauso wie die Show im Theatercafé Iboya, einschließlich Van Gogh Menü für knapp 70 Gulden. Erinnerung des Van Gogh-Freundes Willem van der Wackers an eine Einladung. Vincent kam herein,